Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Fiverr Stranded zusammen mit dem Debitor. Hallo! Ha, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, wie immer, guck mal beim Peter vorbei. Da gab es nämlich Feuer! Feuer! Und die letzte Folge, die gab es da auch, stimmt. Gab es beides. Wir haben auch ein bisschen weitergemacht gerade in der Zwischenzeit. Ein bisschen Holz gefarmt, ein bisschen Rohstoffe so gefarmt. Und wir können uns jetzt den Market bauen. Ich habe Compressed Gravel gesieft und dann haben wir den sofort bekommen. Und deswegen brauchen wir Wolle, habe ich, und ein Holz noch dazu. Und der Market... Eine Wood. Der Market, wer es nicht mitbekommen hat, von der letzten Folge beim Debitor. ja, wir wollen praktisch hier drüben eine Farm bauen. Wir haben schon oben ein paar Setzlinge angebaut, aber der Market, mit dem kann man praktisch Seeds handeln oder kaufen. Ach du Scheiße, ist aber schon teuer, ne? Guck mal, wir können hier Spinat... Für 3 Emeralds kann man sich ein Seed kaufen immer. Lol, ja, der ist echt schon teuer. Da muss man wohl noch ein bisschen mehr, aber Swag Smart. Das ist ja mal geil. Oh, warte mal, hast du einen Lava-Eimer? Ja. Brauchst du einen? Ja, da hinten. Ich hab gesehen, da hinten sind so viele Fick-Zombies. Komm mal mit. Ich komm mal mit. Ha. Lol. Siehst du das da? Will ich die direkt ein Geräusch machen, ja. Warte. Ach, da muss Lava runterschütten. Ja, wir gucken, ob das geht. Din, 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 oh. Din, din. Okay, ich komme in 2 Minuten wieder, ne? Alles klar. Ich gehe da auch lieber weg von dem Lavaloch, weil es echt heiß. Ja. Ich brauche auch so Lava. Wo sind die anderen Eimer? Alarm. Ich habe einen hier. Gib. Oh, das hat weh. Oh. Ach, guck mal, Lava ist schon hier. Geh mal ganz kurz raus, will ich sehen. Hat mir nicht noch einen Eimer? Ach nee, ich wollte noch einen bauen, ne? So. Dann haben wir jetzt wirklich 4 Eimer. Ich hoffe mal, das ist nicht super Verschwendung. Hier ist ein Spirit. Lol, kann ich den töten? Spirit? So. Kann den nicht. So. Ich treffe den nicht. Nee. Okay. Funktioniert. Das wird nur ein bisschen dauern jetzt, ne? Aber egal. So. okay. Alles klar? Ja, die brennen jetzt alle. Ah, okay. Warte, das kostet 1, 2, ja 3 Obsidian eigentlich. Endlich sind die verbrannt. Dankeschön. Oh, ach Leute, ich hab gedacht, du bist gestorben. Also, da werden 9 Stück gestorben, wie geil das einfach ist. So. Okay, warte, dann, ich mache jetzt einfach mal Holzsiebe. Ich meine, Holz haben wir jetzt ein bisschen was, ne? Ja, genau. Weil dann können wir gleich, was denn? Eigentlich wollte ich ja helfen, aber dann dachte ich, oh, was ist denn da drüben im Haus? Oh, was ist denn hier drüben im Haus? Oh, was ist denn da? Jetzt bin ich irgendwie in einem anderen Haus. Ich komme wieder zurück, warte. Ja, wir können ja auch mal das Dorf hier ein bisschen erkunden eigentlich, oder? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, stimmt. Gibt bestimmt noch einiges zu entdecken. Oh, Spinne! Oh Gott, Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen Glas mal irgendwann. Glas? Ja, warte, sollen wir das mal machen? Weil wir müssen gerade eh auf Hirn... Hirn, aktiviere dich, jetzt. auf Lava warten, das war das Wort. Deswegen könnten wir eigentlich sogar mal so ein bisschen das Dorf erkunden und... Ja, warte, ich hol dich ab. Oh. Ah, das ist keine Tür bei uns. Ich hol dich ab jetzt von vorne durch. Warte. Guck mal, wir haben Toast. Muss auch kurz abkühlen, glaube ich. Ein Apple, eine Carrot. Ja, abkühlen wäre gar nicht mehr so schlecht, das stimmt. Du sagst, rein und raus ist geiler? Ja, rein und raus, aber mir ist so, also da hat er sich fast immer abgekühlt. Irgendwie so bei jedem dritten Eintunken oder so wurde er dann ein bisschen kühler. Worüber redest du? Was? Bei jedem dritten Eintunken wurde er halt kühler. Ja, und rein und raus war besser. Ja. Aber jetzt geht das gar nicht, weil der Vorführeffekt. Wäre doch besser. Das würde ich sogar heiß sein im Moment. Ja, komm, lass einfach so einen Kakit-Resistance-Trank hier nehmen. Hier, komm her. Bäm, Alter. Und jetzt wollen wir noch eine Flasche trinken. Ich auch. Hast du ein Schwert? Ich habe nur so ein Kacksteinschwert. Ja, ich habe ein Eisenschwert einfach. Ich kann den Ender mitnehmen. Komm mit, schnell. Warte. Hat der denn Damage? Ein Attack-Damage, wenn er nicht aufgeladen ist. So eine Kacke-Bronze-Schwert. Hallo. Hi, ab nach hier, da waren wir noch nicht. Pass auf, hier sind richtig viele Gebäude. Sie sehen auf der rechten richtig viele Gebäude, auf der linken richtig viele Gebäude. Und selbst geradeaus sind richtig viele Gebäude. Ich würde sagen, wir gucken mal wegen Kisten. Stadtführung. Lol, das ist ja riesig hier, die Stadt. Das wusste ich gar nicht. Okay, was ist das, ne? Nur dieses Geräusch, was ist das für ein Fickgeräusch? Ich hätte gewusst, wir wären nie in eine Stadt gezogen.
Hörst du das nicht? Nö, nee. Nö. Ist da nochmal eine Schmiede? Hier ist noch eine Schmiede. Oh, Schmiedeception, nice. Okay, warte, diesmal baue ich direkt den Spawner ab. Da ist ein Blaze neben gespawnt. Da ist auch ein Creeper drin. Cool. Ah. Oh Gott, Hilfe! Oh, Blaze Spawner. Tschüss. Wo bist du? Neben der Schmiede. Ah, okay. Gut, dass meine Flamme wieder brennt. Ah. Flamme an. Blaze Spawner kaputt gemacht von hinten. Sehr gut. Oh, ich hör, da ist irgendwie ein Creeper runtergekommen, glaube ich. Nee, der ist hier in der Schmiede und ich hau dem gerade aufs Mull. Damit übrigens noch ein bisschen, aua, ein bisschen Glas für unsere Putze. Ja. Ich bin hinter der Schmiede und laufe jetzt links dran vorbei. Ich glaube, das sieht man auch, ne? Ja. Warum kläre ich die Schmiede auf? Wir brauchen eh keine mehr. Obwohl, wir könnten uns ausbauen. Ja, können wir irgendwann anders machen. Hi, hier ist nichts drin. Weiter okay. Hier rüber. Wir müssen übrigens irgendwann den Tempel noch looten, ne? Ich habe da noch relativ viel Zeug drin gelassen. Ah, uns wurde auch geschrieben, dass die Sachen, die da drin sind, für... Oh, mir wird das gleich heiß. Aber wir haben noch Heat Resistant. Aber irgendwie... Ne, hatten wir. Das schon weg? Ja. Ach du Scheiße. Hast du einen Wassereimer dabei? Leider nicht. Das ist nicht gut. Creeper Spawner war da drin. Und wir haben den kaputt gemacht. Alter. Portalgun! Genau. Ah, lol. Ein Gasspawner. Den können wir kaputt machen, oder? Ist kaputt. Da brauchen wir Gastränen. Ja. Oh, jetzt krieg ich Damage. Ne, gut. Brennt. Alarm, Hilfe. Hier, Kiste. Ja, gar keine Kiste. Creeper Spawner. Doch, Kiste. Aber ich will Wasser. Bitte. Oh, hier ist eine Oase, Peter. Das sind zwei schöne Frauen. Und hätte sie gern, ne? Oh. Ich habe voll viele Slimeballs gefunden. Okay, warte mal. Ich gehe mal nach Hause. Ja, der muss auch nach Hause. Hi. Ich habe drei verschiedene Slimeballs gefunden. Einer hat Bad Luck. Ja, kein Wunder. Was ist hier drin? Da sind nur Tische drin. Okay, warte. Oh Gott. Da noch eine Kiste drin? Hier, Kiste. Sag mal, der erhitzt sich aber auch so exponentiell, ne? Ja, genau. Neues Wort gelernt, oder was? Ja. Ja, nicht neues Wort. Das hab ich vor ein paar Folgen sogar mal benutzen wollen. Und da wusste ich nicht, wie man es ausspricht. Und dann hatte ich genau dasselbe im Stream. Und dann habe ich das gegoogelt und habe Google das sagen lassen. Und dann wusste ich es wieder. Und dann wusstest du es? Dafür ist Google durch. Ja, ich meine, ich kannte das Wort, ja? Aber kennst du das, wenn du so ein Wort... Du weißt ja nicht, wie man es ausspricht, aber du bist so dumm, das auszusprechen? Ja. Hatte ich früher bei Warfare. Wie hast du das ausgesprochen? Warfare? Ja, irgendwie hatte ich da immer einen Hänger drin. Weiß nicht, warum. Was denn jetzt? Jetzt kriegt er dauerhaft Damage. Oh nein, der Eingang ist hier. Oh nein, nein. Oh. Was ist? Bist du erhitzt? Ja. Achso, wir haben übrigens auch Betten gebaut. Die stehen hier. Ich habe noch zwei Herzen. Ja, gleich fängt das an, dass du jede Sekunde Damage bekommst. Anderthalb, ein Herz. Kommen Sie! Boah! Oh Mann, Alter, ist das Wasserloch schon wieder weg! Und jetzt ist das Wasser weg! Das immer! Seid ihr mal schon, dass ich im scheiß Loch vorreck? Aber Peter, du wolltest was anderes versagen. Super! Ah, ja. In dem supergeilen Loch vorreck. Weil Scheiße ist jetzt immer supergeil. Supergeiles Loch. Also es gibt viele YouTuber, die ich supergeil finde. Jetzt weiß man nicht, ob ich Scheiße sagen wollte oder supergeil, ne? Boah, ist das cool. Oh, das war Kissen-Award, endlich. Hätte er Scheiße reintun. Hätte er supergeile Items reintun. Guck mal, das geht gar nicht, ne? Schon ja, so verankert im Kopf. Irgendwie schon. Supergeil. Aber Noah soll das auch lernen, das ist cool. Oh, ich kann den Crucible nicht gießen. Sei doof. Scheiße, das können wir eben hochgehen und... Ah, Scheiße, was vergessen. können wir mal... wenn da jemand Bock drauf hat, könnt ihr mal in den Kommentaren sehen, wie oft Peter in dieser Folge Scheiße sagt. Weil gerade, als du hier von den Kisten weggegangen bist, wieder zurück, hast du dreimal Scheiße gesagt. Echt? Ja. Oh, ich merke da gar nicht mehr. Du sagst so, oh, ich brauch das Scheißding noch. Oh, ich hab die Scheiße vergessen. Dann irgendwie wieder hoch und nochmal Scheiße. Cool. Warte mal auch im Stream. So, meine Kinder haben jetzt gezählt, wie oft du Ausdrücke gesagt hast. Ja, genau. Und dann so, nur 13 Mal oder 4, ich weiß die Zahlen nicht mehr, auf jeden Fall nur so viel. Ich so, ach, das geht aber. Nur 3 Stunden Stream und dann, nur Quote. In der Dreiviertelstunde Minecraft. Dann, oh, okay. Tin, LED,
Silber! Haben wir noch irgendwo Silber? Haben wir Silber? Hast du Silber? Peter, bitte, 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 ich bitte, bitte, noch bitte, bitte, nie gesiebt, das machst du immer. Doch, ich hab wohl gesiebt, diese Scheißdinger für diese Gummirüstung, die nichts bringt. Oh. ich hab wieder Scheiße gesagt, glaube ich. diese Scheißdinger für diese Gummirüstung. Aber eigentlich ist das geil, ne? Überleg mal. Fände ich auch geil, wenn Noah das sagt. Scheiße. 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 Aber ich mach die jetzt mal kleiner, in der Hoffnung, dass wir einen mehr bekommen. Lohnt sich zwar nie, aber wir machen es einfach mal. Warte mal, ich baue jetzt mal einen Pott, so eine Scheiße. Oh. Hast du meine Sachen aufgesammelt? Ja. Nee, ich hab nix. Wirklich? Ja. Okay. Oh, ich mach jetzt mal einen Pott und ich hoffe, dass der nicht, dass der mehrfach verwendbar ist. Ist der zum Scheißen? Also ich Scheiße, grad, Mann, der Pott. Ich hab gerade unser Eisen verballert, ne? Ich hoffe, ein Pott. Ja, aber drei Eisen waren noch drin, vier Eisen. Jetzt hab ich einfach nichts mehr an Eisen. Das ist nichts Gutes. Pass auf, wir sollen Stock herstellen. Stock brauche ich, einen Pott und einen Knochen. Leute, wie schnell das macht. Tin und fertig. Wir haben keine Knochen, ne? Die ist alle verballert, oder? Vielleicht. Aber nur ganz vielleicht. So, der Tin ist ready. Jetzt fehlen noch 3 LED und 3 Silber. Das sind 2 LED. Fehlt noch 1 LED. Richtig? 3 LED minus 1 LED sind? 4 LED. Oh. Wir haben übrigens ganz viele Rice Seeds. Wie, das sollen wir die mal benutzen? Ja, konnten wir nicht. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Sag mal, kannst du die mal anbauen? Ja, ich suche aber gerade Essen. So wie schwer gibt's nicht mehr. Ja, und eigentlich, wenn ich jetzt Bone oder Knochen bekomme, dann könnte ich auch was anderes zu essen herstellen, was wir noch nie gegessen haben. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal rausgehen und gucken, wo hier ein paar Skelette sind. 1 und 2. Ja, okay, okay, okay. Dann mache ich in der Zwischenzeit nochmal Sieb Action. Warte, bin aber gleich so wieder da. Keine Sorge. Okay. Ne, das sind nur Zombies, glaube ich. Würde es sich denn lohnen, rein theoretisch, in ein Eisenmesh zu investieren? Wie viel hat er denn? Oder wie viel Eisen musst du da opfern? Ja, 9. Opfer. Glaub 9? Ich. Alter. Vielleicht kann man noch Eisen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, Mesh. Aber ich hätte es gesagt, 9. Nee, 6. Und dann kann ich daraus sogar 4 Stück bauen. Oh. Also, das lohnt sich aber schon, ne? Okay, Skeletten-Spawner gefunden. Ah, er will Knochen haben. Gar nicht so weit weg von uns. Vielleicht sollten wir den auch mal lassen. Ich mach nur mal eben den Zombie-Spawn hier kaputt, weil da kommt irgendwie effektiv mehr raus jetzt gerade. Okay. Tschüss! Okay, down. So. Es wird wieder dunkel. Brauch ja gar nicht so viele Knochen. So. Wie viele brauchst du denn? Ja, so ein pro Stock eigentlich. Pro Stock? Ah, da steht aber, ich soll es nicht essen. Oh, scheiße, Mann. Und dann brauche ich, glaube ich, noch Spinnenaugen. Oh Mann. Jetzt spawnt doch! Feuer! Oh Gott, ist wieder aus, sorry. Ich wollte nicht schreien. Dann geht's ja. LED. Immer noch LED. Ah, ich habe nur 1. Oh nee, dann brauchen wir noch mehr. So, ich mach mal das hier weg. Ich habe mit Gravel keinen Bock, das mal abzubauen. Oh. Ja, genau. Aha. Dann spawnen auf einmal 2 und machen hier Dauerfeuer. Abenteuer. Hallo, Schick. Bin wer da? Hallo. Genau, ein Blaze vor unserer Tür, nice. Ja, lass ihn nicht hier rein, bitte. Hau Tür auf. Kommen Sie. Boah, war der knapp. Oh. Pass auf, das Hust. Oh, war der knapp. Du bist so Alter. Durch die Zuhörer in die Tür gelaufen, weißt du? Und dann dachte ich, du bist nicht drin. Aber warst du? Ich war drin, hör mal. Haben wir noch irgendwo einen Eimer? That would be pretty nice. Haben wir in der Tat. Oh, Mann. Ich vergesse schon wieder, was wir dafür brauchen. Silber. Habe ich irgendwo Silber? Oh, mein Gehirn. 1. Oh, mein Gott. Wo ist denn Arme? Arme? Nee, ist kein Arme. Nee, die habe ich alle mit dem Tag. Ja. Ja. Da habe ich endlich meinen lang ersehnten Pott gemacht. Oh, ja. Starting a Backup. Hier hatten wir mal Eisdrohne, ne? Ich glaube, oh nein. Ist das nicht mehr da? Super GAU, weißt du? Einmal hier drin gestorben in dem Loch. Dann ist da direkt ein Erdblock, also Eis ist zur Erde geworden und das Wasser ist mein Grabstein geworden, geil. Oh. Also alles verkackt. Alles verkackt. Aber wie gesagt, wir müssen eigentlich mal in die Hölle gehen. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, 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 Hölle. Gib mir doch bitte, bitte, bitte Silber. Das ist alles, was wir noch brauchen, Mann. Und nur Silber? Komm. Ja. Kann ich nicht hier irgendwas essen, was wir haben? Scheiße, Silber. Langsam wird's aber eng mit dem Eaten.
Silber. Ah ja, Zombie Jerk. Oh nein! Ja, naja, kein Silber, ne? Ist ein bisschen doof natürlich jetzt, ne? Was machen wir denn da? Ja, da müssen wir wohl ein bisschen Silber holen. Woraus kriegst du Silber? 7. 7. Also nicht 7, sondern 7. Was sollen wir 7? Gönne. Aber? Weißt du was? Nein. Das machen wir in der nächsten Folge, denn das war's auch von der heutigen Folge Minecraft Stranded. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung. Na, schaut beim Wetter vorbei, da geht's in die nächste Folge. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Also rein, habt dann einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss. Tschüss.